auf eisiges Schweigen oder Pfiffe gestoßen wäre. Sivadinovic, ein Mann des Verbandes, er hat die U21 und die Olympia-Auswahl schon trainiert. Dann, wie gesagt, aber vor allem Roterstein Belgrad, den Doppelsieger, und der ist jetzt der neue Nationaltrainer von Jugoslawien, der eine ähnlich heikle Aufgabe zu lösen haben wird. Im Kampf um einen Platz an der EM-Endrunde wie die Schweizer, denn die Jugoslawen sind ausgerechnet mit ihren Erzrivalen Kroatien in eine Gruppe ausgelost worden. Fabio Celestini mit der Nummer 9 heute agierend als rechter Flügel. Mit der 8 sahen sie eben am Ball Raphael Vicky. Auch die Schweizer mit zahlreichen Legionären natürlich bestückt. Ein erster Fehlpass von Rothenbühler. Und wir sind natürlich gespannt, wie sich die Schweizer hier aus der Affäre ziehen werden. Auch Oli Kralsch ist kein Einheimischer mehr. Er wurde zum portugiesischen Spitzenverein Porto transferiert. Ein erster Ball für Stefan Anschot, der klug seitwärts abwehrt zu Rothenbühler, und dann geht via Anschot weiter bis zum überraschenden linken Flügel Patrick Müller, dem Torschützen im Hinspiel, wenn man denn so sagen kann. Anfang Juni in Basel, also vor 2,5 Monaten war das, nicht vor 1,5, wie ich vorhin gesagt habe. Real Madrid mit der Nummer 9, Predrag Mijatovic. Er ist Montenegriner. Die Bundesrepublik Jugoslawien besteht ja noch aus den ehemaligen Teilrepubliken Serbien und Montenegro. Und der große Star ist eben kein Serbe, sondern ein Montenegriner. Und das ist Dragan Stojković, der Einheimische im engeren Sinn des Wortes, mit der prestigeträchtigen Nummer 10 auf dem Rücken. Eine Nummer, die er allerdings auch an der Fußball-WM schon tragen durfte. Aufgepasst auf diesen schnellen Pass, aber Andreas Hilfiger hat aufgepasst bei den Schweizern. Zwar kein Länderspiel-Neuling, aber mit Torhüter Andreas Hilfiger und Fabio Celestini, zwei Spieler, die erst ihr zweites Länderspiel bestreiten, dazu Patrick Müller, das dritte. Das war ein Foulspiel, das nur angedeutet wurde vom Schiedsrichter, hat Vorteil laufen lassen nach diesem Foul an Johann Vogel. Sehr gut gerettet hat Kovacevic diesen Ball, gerettet allerdings protestiert, das war doch ein klares Out. Der Ball war doch ganz klar draußen, aber der bulgarische Linienrichter ist nicht darauf angegangen. Das heißt, vielleicht hat der Linienrichter sogar die Fahne oben gehabt. Das Spiel aber ist vom bulgarischen Schiedsrichter weiter laufen gelassen worden. Der Schiedsrichter ist Stefan Ormandjev aus Bulgarien. Befreiungsaktion und dann ein Entlastungsfreistoß für die Schweiz. Die Ersatzbank der Jugoslawen, alle Spieler hier, die Legionäre, die hierher angereist sind aus halb Europa, sogar aus Japan, hierher nach Nisch, haben mehr oder weniger von ihrem Trainer das Versprechen erhalten, dass sie zumindest zu einem Teileinsatz kommen werden. Kurz vor dem Spiel war ich Zeuge, als der jugoslawische Nationaltrainer Gilbert Grech darum bat, dass insgesamt 7 Spieler ausgewechselt werden dürften in diesem
Spiel, Länderspiel, Freundschaftsländerspiel, bei dem es ja nicht um eine EM- oder WM-Qualifikation geht. Und Gilbert Gress hat ohne lange Bedenkzeit eingewilligt und wird sich dabei gedacht haben, ja, je mehr Spieler ihr einsetzt, desto weniger gut wird wohl das Zusammenspiel sein. Also 7 dürften ausgewechselt werden im Verlauf der Zeit. Da gibt es einen Freistoß, einen herausgeschundenen von Darko Kovacevic, der sich angelehnt hat an den Schweizer und der hat sich entfernt und dann fiel Kovacevic hin. Das hätte wohl eher eine gelbe Karte wegen einer Schwalbe geben müssen als einen Freistoß. Eine gefährliche Sache hier in der 6. Minute. Und der Mann, um den sich hier alles dreht, Dragan Stojkovic, wird diesen Freistoß treten? Nein. Oh, Ablenker und eine gute Parade von Hilfiger. Täuschungsmanöver. Stojkovic nahm Anlauf, aber geschossen hat Verteidiger Siniša Mihajlović. Hilfiger in einem knallorangen Pullover, der wie die Faust aufs Auge passte, den roten Dress ist der übrigen Schweizer. Mijatović. Gerade noch genügend, die Störarbeit von Rosenbühler. Eigentlich ungenügend, aber zum Glück kam der Schuss direkt in die Arme von Hilfiger. Chapuisat, designierter Mittelstürmer, aber hier an der linken Angriffsfront. Sieben Minuten gespielt, 0-0 zwischen Jugoslawien und der Schweiz. Mit der 2 war es, der den Rückpass spielte, dann Mihajlović. Mit der 7 Jugović. Lauter Spieler, die den Verein gewechselt haben auf die Saison, die jetzt eben angefangen hat. Gleich beginnen wird eventuell auch er. Mihajlović ist neu bei Lazio Rom. Mirković neu bei Juventus Turin. Eckball getreten von Stojkovic. Etwas. Komljenović hält den Ball im Spiel. Jugović, aber die Schweizer können aufräumen. Jakin und Vogel. Celestini rechts und Chapuisat im Abseits. Auch hier Offside. Weder der Druck der Jugoslawen auf dem Spielfeld noch der Druck von den Rampen, sprich die Stimmung auf den Zuschauerrängen, ist in dieser Anfangsphase des Spiels enorm gewesen. Also die Sache läuft bisher glimpflicher ab, als man das befürchtet hatte aus Schweizer Sicht. Vicky, Vogel, dann Wolf, das Duo, das Innenverteidiger-Duo Ancho Wolf hat bisher dreimal gespielt, dabei zweimal verloren, einen Punkt erobert, die Niederlagen gegen Norwegen 0-5 besonders schmerzlich und gegen Finnland. Aber Vega ist nicht hundertprozentig fit, soll allerdings, Sie haben es gehört, vor dem Spiel von GWK eventuell doch noch zu einem Teileinsatz kommen.
Jakin, der Libero, weit vorne, betreibt Vorchecking. Man versucht hier die Jugoslawen ein bisschen aus dem Tritt zu bringen, aber dann wird Jakin allein gelassen. Nicht alle Gegenspieler sind gut gedeckt. Die Jugoslawen können sich lösen, lassen den Ball gut laufen. Gut die Abwehr vor Kovacevic. Letzter Einsatz von Mihajlović. Mihajlović und Stanković, beide zu Lazio Rom transferiert, werden es also bald wieder mit Fabio Celestini unter anderem zu tun bekommen im Europacup der Cup-Sieger, wenn Lausanne-Spor auf Lazio Rom trifft. Vieles läuft über Johann Vogel. Celestini glaubte hier einen Foulpfiff zugute zu haben, aber der Schiedsrichter hat nicht reagiert. Mirkovic, der neu bei Juventus Turin spielen wird. Jugovic erhält für seinen Trick einen großen Applaus von der Haupttribüne. Gilbert Gress ärgert sich schon fürchterlich, weil die Schweizer nicht schnell vorwärts machen. Und wie ich das sehe, hat der UEFA-Delegierte Gilbert Gress schon im Visier. Da wird der gute Mann keinen ruhigen Abend verbringen. Der wird dauernd Gilbert Gress in die Schranken zu weisen versuchen. Ballspiel von Celestini, der sich jetzt mit den gleichen Mitteln wehrt, der er sich Mirkovic bedient. Jokanović. Und an der Stadt. Aufgepasst, ein Ball, jawohl, für Hilfiger. Und Rothenbühler wäre auch noch da gewesen. Rothenbühler hat sein erstes Länderspiel zwar schon vor 6 Jahren bestritten, Beginn der Ära Hodgson, aber es gab dann eine lange Pause, ist er zwischendrin sogar einmal vom aktiven Fußballsport zurückgetreten, ist jetzt zurückgekehrt in die Nationalmannschaft und bestreitet heute sein 14. Länderspiel. 13 unter Hodgson, keins unter George, keins unter Fringer und jetzt wieder einmal eines unter Gilbert Gress, den er von der Xamax-Zeit her natürlich kennt, vor allem kennt Gress ihn. Kein Durchkommen gegen Johann Vogel, auch nicht von Wladimir Jugovic. Wohin mit dem Pass? Alle Spieler sind abgedeckt. Vogel schießt ihn ins Sturmzentrum. Jugoslawen, wie man sie kennt, großartige Techniker. Sie lassen den Ball laufen, versuchen mit Klein-Klein-Spiel, mit schnellen Spielen sich hier durchzusetzen, kein Abseits und große Torgefahr jetzt natürlich. Kovacevic war hier nicht zu bremsen bei seinem Eindringen in den Strafraum. Gilbert Gress unter mir schüttelt den Kopf. Hier noch einmal, war es nicht ein Offside, es war auf alle Fälle an der Limite. Aber Kovacevic hat eigentlich relativ wenig gemacht aus dieser großen Chance. Stört Mijatović.
Und dann Jakin, und das soll ein Foulspiel gewesen sein. Die Distanz zum Tor beträgt 30 Meter. Der Direktschuss nicht unmöglich. Zoran Mirkovic hat Anlauf genommen und wieder hat ein anderer geschossen. Wieder war es Mihailovic. Zum zweiten Mal bin zumindest ich drauf reingefallen auf den Trick. Also wir merken uns, eigentlich schießt immer Mihailovic die Freistöße mit wechselnden Ablenkungsmanövern, bevor er dann immer zuschlägt. Vicky, Celestini, Doppelpassversuch mit Chapuisat. Und ich höre, wir haben eine Bildstörung, deshalb schalte ich natürlich sofort auf Radio um, obwohl ich Ihnen hier jetzt eigentlich eine Zeitlupe nachkommentieren müsste. Es war dieser Schuss, dieser Freistoßschuss auf Hilfiger. Unterdessen gibt es einen Freistoß für die Schweizer. Chapuisat hat sich den Ball gelegt, knapp 30 Meter vom Tor entfernt, aber Chapuisat steht so, dass er einen Flankenball einwärts treten wird. Es steht auch nur eine Zweimalmauer. Die Flanke wird einwärts gedreht, vorne ist Jakin gefährlich gewesen und dann eine Art Fallrückzieher, sogar auf der anderen Seite von Patrick Müller, der sich jetzt noch bei der Cornerflagge draußen herumballt. Die Jugoslawen können den Ball ein erstes Mal befreien, aber die Schweizer haben ihn schon wieder, insistieren, auch Wolf ist vorne aufgetreten, ein Schussversuch, dann ein Doppelpass, ein Schuss aus dem Hinterhaus, sehr gut, was die Schweizer jetzt hier offensiv zeigen, ausgerechnet jetzt, da sie das Spiel nicht sehen können, aber die Jugoslawen können sich befreien und kommen aus der eigenen Platzhälfte mit Mijatovic raus, aber die Schweizer haben jetzt mit der Ball sicher in Schweizer Besitz bleibt und an der linken Außenseite kommt der Ball auch bei Ihnen wieder ins Bild und ich kann meine Worte wieder ein bisschen zügeln. Aber es ist doch ganz schön, wenn man sich auch als Reporter ein bisschen ausgeben kann am Anfang. Oh, aufgepasst auf Jugovic und Offside von Kovacevic. Unterdessen sind knapp 18 Minuten gespielt. Immer noch steht es 0:0 zwischen Jugoslawien und der Schweiz. Im Bild Jugovic, einer der besten der jugoslawischen Nationalmannschaft. Der hat von Lazio Rom zu Atletico Madrid gewechselt auf diese Saison hin. Jugovic hat alle vier Spiele der Jugoslawen an der WM in Frankreich bestritten im Mittelfeld. Ein Ball für Chapuisat. Kralisch muss außerhalb seines Strafraums, die Sand darf retten. Ivica Kralisch neu bei Porto und nicht mehr bei Partizan Belgrad. Auch er bestritt alle vier WM-Spiele der Jugoslawen. Es hat keinen eigentlichen Umbruch gegeben nach der WM. Es sind immer noch die gleichen Spieler, die weitermachen. Nur der Trainer hat geändert. Auf Santrac folgte Milan Zivadinovic. Ja, gut gemacht! Und der Ball streicht am Tor vorbei, das wäre die Chance gewesen für Fabio Celestini. Auch Lofa auf der Auswechselbank kann es kaum glauben. Die Chance für die Schweizer, eine sehr gute Täuschungsaktion von Chapuisat. Die Abwehr, nicht über alle Zweifel haben, von Kralisch, Cesar zunächst fast dran und dann Celestini ganz. Man sieht hier schon, was Gilbert Gress mit seinem Dreimannsturm ohne wirkliche Vollblutflügel bezwecken will. Ein Innendurchspiel mit Stefan Chapuisat. Das kann gut gehen, wie man hier bei dieser Szene gesehen hat. Predrag Mijatovic, der Mann von Real Madrid, brandgefährlich. Und dann muss ein Jugoslawe gepflegt werden. Es ist ausgerechnet Stojkovic. Jetzt sehen wir hier noch einmal die Wiederholung sehen, die Abwehr von Ancho.
war ein Zusammenprall von Stojkovic mit Cesar und David Cesar hat die gelbe Karte erhalten, unterdessen vom bulgarischen Schiedsrichter. Das wäre ein bisschen kurz, nur 20 Minuten in seinem Heimländerspiel, in seinem 70. für Dragan Stojkovic. Cesar also eigentlich als Stürmer, als einer der drei Stürmer vorgesehen, aber weil Sforza ausgefallen ist im Mittelfeld, hat er Sforzas Position eingenommen. Ist also ein Glied zurückgenommen worden von Gilbert Gress. Das gleiche war ja schon beim Länderspiel gegen Jugoslawien in Basel der Fall. Celestini kam hier zu spät, hat Mirkovic gehäkelt, kommt aber mit einem bösen Blick des Schiedsrichters davon. Bei Gress passt es natürlich nicht, dass die Schweizer jetzt dauernd in der Abwehr verstrickt sind. Wieder ein etwas weiter Pass vor dem ganzen Tor hindurch. Nicht das erste Mal, obwohl der Platz hier die üblichen Ausmaße hat. Der Fußballplatz von Nisch. Das Stadion ist ein bisschen renoviert worden. Nicht zuletzt im Hinblick auf dieses Länderspiel hier in der Garderobe der Schweizer, die im Übrigen sehr klein sein soll. Hätte es noch nach Farbe gerochen. Die letzten Pinselstriche wurden noch heute Nachmittag angebracht. An verschiedenen Stellen an der Außenfassade des Stadions, wie offenbar auch bei der Garderobe der Gastmannschaft der Schweiz. Olscho kann den Ball nicht richtig wegbuxieren, aber Jakin klärt für ihn nach diesem Flüchtigkeitsfehler. Müller, dann Cesar, Vicky. Celestini wollte etwas sehr Kompliziertes machen. Sie sind technisch sehr stark, Jugoslawien. Das sieht man hier wieder. Aber auch ein bisschen kompliziert und umständlich, wie hier Stojkovic. Pass auf Jokanovic, auch nicht über alle Zweifel erhaben. Das Überraschungsmoment ist vorbei. Die Schweizer Abwehr steht. 0:0 steht es. 23 Minuten sind gespielt. Die beweglichen Jugoslawen sorgen dafür, dass die Schweizer Abwehrspieler ab und zu spät kommen und dann Foulspiele begehen. Mihajlovic steht jetzt sogar beim Ball, sieht aber jetzt wirklich so aus, als ob er ihn nur leicht quer vorlegen würde, unter dem wachsamen Auge unter anderem von Wichtig und auch Zuberbühler. Ja, diesmal kam der Schuss aus dem Hinterhalt von Dejan Stankovic, dem jüngsten Talent aus der jugoslawischen Fußballschule. Er ist erst 20 Jahre. Vicky versucht zu insistieren und etwas spät gestartet. Ist Chapuisat der Captain. Das war ein Foulspiel. Der Schiedsrichter hat zunächst den Vorteil laufen lassen, dann aber doch abgepfiffen und auch hier eine gelbe Karte gezückt. Murat Yakin, unser Libero, der Mann mit dem schärfsten Schuss, ist nach vorne gerückt. Wird er aufs Tor schießen. 30 Meter beträgt die Distanz und Yakin wagt es. Oh! Torhüter Kralsch in Nöten. Eckball. Würde ich sagen, hier sehen wir es nochmal. Ja, der lenkt den Ball übers Tor, das hätte Eckball geben müssen.
Jakins Schuss und die Ablenkung mit den Fingerspitzen von Kralisch war nötig. Umso ärgerlicher, dass es keinen Eckball gegeben hat. Der Schiedsrichter macht mir schon ein bisschen einen heimischen Eindruck hier. Balkan-Solidarität. Vogel hat wenig Optionen, jetzt hat sich einmal angeboten. Vicky spielte den Ball, schafft für seinen Lauf im letzten Moment noch ein Mann dazwischen. Ja, auf der linken Seite war eine gewisse Lücke. Cesar, Vogel, aufgepasst auf die Offside-Falle, die wird umgangen über die rechte Seite über Cesar. Er wird versuchen, rechts vorbei laufen zu müssen, sonst stellt sich das Offside-Problem wieder. Ja, so war es auch gelöst. Celestini hat frühe Welle im ersten Moment anzunehmen. Kämpft dafür. Auch das ist doch ein Foulspiel gewesen. Jetzt ist auch Cesar ein bisschen eingestiegen, ein bisschen heftiger. Jugovic, immer noch Jugovic, an zwei Mann vorbei, an drei Mann vorbei, legt den Ball aber so, dass die Vogel wegschlagen kann. War zum Schluss gar nichts bei den Jugoslawen. Das technische Spiel manchmal ein bisschen übertreiben, wie das halt so ihre Art ist, ihre Art Fußball zu spielen. Es sind viele Individualisten und die jugoslawischen Nationaltrainer haben immer die nicht leichte Aufgabe, diese Individualisten zu einem Team zu formen. Das ist umso schwieriger, als kaum zwei in der gleichen Mannschaft spielen. Wie gesagt, sie sind verteilt als Legionäre von Porto bis Nagoya. Von Teneriffa bis Duisburg. Patrick Müller im Bild, der Mann, der dieses herrliche Tor schoss zum 1:1 Ausgleich kurz vor Schluss im Länderspiel Schweiz-Jugoslawien von Anfang Juni in Basel. Dies hier ist sozusagen das Rückspiel, denn es ist ja Usus im internationalen Fußball, dass man, wenn man als Gast eingeladen wurde, diese Einladung erwidert. Das haben die Jugoslawen gemacht. Und die Schweizer haben der Einladung Folge geleistet, obwohl es ja da einige kritische Stimmen gab. Fabio Celestini, eine gute Torchance hatte er gehabt. Und dann erobert er sich hier einen weiteren Ball, aber hat wenig Anspielmöglichkeit. Hat es deshalb gut gemacht, dass er hier das Spiel verzögert hat, den Ball in den eigenen Reihen behalten hat. Ein gutes Auge beweist hier David Cesar, Müller, dann kommt noch weiter links Rothenbühler mit nach vorne. Und dann die Chance für Müller. Ah, oh, außen. Schade. Applaus auch von den jugoslawischen Zuschauern hier auf der Haupttribüne für diese gelungene Schweizer Aktion. Patrick Müller mit der Möglichkeit zum 1:0. Jugoslawen mehr am Ball mit mehr Show-Effekt, wenn man so sagen kann, aber die beiden größten Torchancen hatten eigentlich die Schweizer. Das ist das Fazit nach der ersten halben Stunde, die in diesen Sekunden zu Ende geht.
Bühler, Cesar. Rechts ist Vogel ausgebrochen, aber das hätte ein Dinosaurier sein müssen. Kein Vogel hier an der Auslinie, um diesen Ball noch zu erreichen, der etwa 5 Meter über dem Boden ins Out fliegt. Stimmung ziemlich flau im Moment im Radnitzky-Stadion von Nisch. Den Zuschauern wird im Moment etwas wenig geboten von ihrer Mannschaft, aber das bessert jetzt natürlich plötzlich wieder Jovovic. Eine herrliche Finte, dann übertreibt er und bringt sich damit um die Früchte seines ersten hervorragenden Dribblings. Im direkten Zweikampf werden die Schweizer Abwehrspieler immer wieder versetzt. Zum Glück erweisen sich die Jugoslawen als verspielt. Sie sehen es, Jugovic hatte den Schweizer abgedribbelt, er lag am Boden neben ihm, aber Jugovic hat noch 2 Haken hinzugefügt. Das reichte dann dem Schweizer Verteidiger, um sich erneut zwischen Jugovic und dem Tor zu postieren. Aber auch die Schweizer haben einiges drauf. Schauen Sie das an, Cesar, hervorragend. David Cesar sorgt für viel Druck, dann ist Müller da. Auf der anderen Seite wartet der Celestini. Schapuisa. Schapuisa in Richtung Celestini, aber da ist nur Torhüter Kralsch, der mit seiner unkonventionellen Parade für ein bisschen Stimmung sorgt auf den Rängen. Wenn das Stadion 20.000 Zuschauer fasst, dann werden etwa 12.000 oder so hier anwesend sein für dieses Länderspiel. Nicht mehr, wahrscheinlich ist das auch für die Vertreter des jugoslawischen Fußballverbandes noch eher eine Enttäuschung. Schapuisa wurde hier getroffen und hat einen Freistoß zugesprochen erhalten. Stefan Schapuisa in seinem 64. Länderspiel. Ja, es war anders. Die Schweizer haben den Ball wegspediert, damit man schauen konnte, wie es Schapuisa geht. Und die Jugoslawen haben fair beim Einwurf den Ball den Schweizern zurückgeworfen. Gar nicht schlecht, was die Schweizer machen im Angriff. Hat sich allerdings Schapuisa verheddert. Müller versucht nachzusetzen. Freistoß für Jugoslawien in der 34. Minute. Mijatovic startete am linken Flügel, wurde nicht gesehen von Mihajlović. Und jetzt steht Wolf bei ihm. Schapuisa. Die Bälle kommen immer sehr genau, auch die Kurzpassspieler der Jugoslawen immer schön in die Füße des Mitspielers, immer mit genügend Druck auf den Ball. Cesar spielt sehr gut bisher. Wie weiter ist in dieser Spielsituation die Frage für Patrick Müller. Oh, mit Glück bleibt der Ball in Schweizer Besitz bei Vicky. Schapuisa drückt ab, aber die Torgefahr doch mini für Torhüter Kralsch. Zwei Unentschieden und eine Niederlage, das ist die bisherige Bilanz von Gilbert Gress mit dem Schweizer Nationalteam.
Jedes Mal gab es einen Gegentreffer in den drei Länderspielen bisher, zweimal auch einen Plustreffer. Und hier kann sich Vicky durchsetzen. Schöner Pass und Abpraller und dann daneben. Es darf nicht wahr sein. Stefan Chapuisat, Riesenchancen. Sehr schön, wie sich Vicky den Ball erkämpfte. Und wie Chapuisat bedient hat. Die Schweizer Starstürmer haben ein bisschen Pech an den Fußballschuhen, wenn ich an Türkilmaz denke in der Champions League gegen Galatasaray. Und jetzt auch das sehe hier Stefan Chapuisat. Das sind normalerweise die Situationen, die sich die Schweizer Spitzenstürmer nicht entgehen lassen. Pfiffe aus dem Publikum, weil sich die Jugoslawen so haben erwischen lassen in der Abwehr. Also die Schweizer haben sich Chancen erarbeitet. Etwas nonchalant die Gangart der Jugoslawen. Celestini, Jakin, Vogel rechts, fast auf dem falschen Fuß erwischt, wurde ein bisschen in den Rücken angespielt. Wolf, die Aufteilung der Schweizer Spieler ist gut, es gibt freie Anspielstationen. Man lässt sich nicht drängen. Versucht den Ball zu halten, gesittet nach vorne zu kommen, nicht mit Pässen des Prinzips, hoffentlich kommt er an. Ruhe ist im Spiel, da sieht man schon ein bisschen die Handschrift von Gilbert Gress in dieser Mannschaft. Das Spiel wird mit einem gut zirkulierenden Ball bestimmt. Jakin, der Libero, plötzlich als rechter Flügel, aber da im Zentrum läuft nicht viel. Chapuisat ist natürlich auch nicht gerade ein Kopfballungeheuer als Mittelstürmer. Man hat hier andere Optionen gewählt. Im Schweizer Nationalteam, sonst hätte man ja hier einen großen Wigrassi gebracht. Die erste Aufwechslung, Siniša Mihajlović geht und es kommt mit der Nummer 14, Miša Savilić. Es beginnt also die große jugoslawische Starparade. 7 Auswechslungen will der Trainer vornehmen. Das war die erste. Ich zweifle keinen Moment daran, dass er alle 7 vornehmen wird. Savilić, der neu ins Spiel gekommen ist, ist ein Legionär von Bordeaux, also aus dem Lande des Weltmeisters. Schweizer haben in den letzten paar Minuten das Spiel bestimmt. Oh. Da hilft natürlich die beste Taktik nicht, wenn diese Bälle nicht ankommen. Kann man mit 3, 2, einem Stürmer spielen. Diese Dinge sollten eigentlich in der Nationalmannschaft nicht mehr schiefgehen. Wir stehen in der 40. Minute der ersten Halbzeit. 0:0 steht es weiterhin hier in Nisch zwischen Jugoslawien und der Schweiz und die dicksten Torgelegenheiten hatten die Schweiz. Andreas Hilfiger, der Nürnberger Bundesligist, im Tor der Schweiz in seinem zweiten Länderspiel. Ein bisschen exotisch die Orte, wo er bisher Schweizer Nationalgoalie sein durfte, nämlich vor Nisch
Hongkong. Dort spielte die Schweiz ein offizielles Länderspiel gegen Russland. Unterlag mit 2:2. Das war damals im Februar des Jahres 97, die Länderspielpremiere von Hilfig. Jugovic, der gefährlichste Jugoslawe bisher, aber auch er bleibt jetzt hängen. Jakin ist plötzlich nach vorne gesprintet, also die Schweizer überraschen die Gegenspieler mit einigen Varianten. Rochaden nicht nur links, rechts, sondern auch vorne hin. 4 Minuten noch bis zur Pause. 0:0 immer noch. Und das Publikum beginnt ein bisschen ungeduldig zu werden. Vogel von Gress an der Linie angepeitscht, da soll er runterlaufen, einen Flügellauf zeigen. Das ist Milan Zivadinovic, der Länderspielneuling, der einzige, der Trainer der jugoslawischen Nationalmannschaft. Ah, ein schwacher Pass von Jakin wieder zurück zu Vogel. Nicht immer ist der, der den Ball nicht annehmen kann, schuld. Manchmal ist auch der, der den ungenauen Pass spielt. Ja, Ballverlust der Jugoslawen. Schapisa ist da, in der Mitte lauert Celestini. Müller kommt auch. Der Ball schließlich zurück. Schwacher Flankenball von Schapisa. Nichts zu machen für Vicky. Die Lage war auch ein bisschen konfus. Schapisa ist eigentlich der Spieler, der in der Mitte angespielt werden sollte. Nun war er es plötzlich, der den Ball in die Mitte bringen musste. Halbzeit vor etwa 10.000 Zuschauern, darunter praktisch keinen Schweizern, mit Ausnahme einiger Botschaftsangehöriger. Offenbar wollten zwei Fans mitkommen, nur einer der beiden hat dann aber ein Visum bekommen. Ob der eine eingetroffen ist, bis 2 Stunden vor dem Spiel war es noch nicht der Fall. So ist denn die Schweizer Zuschauerdelegation, wenn man dem so will, etwa 40 Mann stark. 10 offizielle und Ersatzspieler, dazu 30 Journalisten, denn bei den Journalisten, da sind wir Schweizer immer wenigstens zahlenmäßig sehr stark vertreten. Stojković versucht es mit einem Steilpass. Jakin dazwischen und er schaltet sich gleich in den Angriff ein. Hat wenig Optionen, Schapisa ist gestartet. Genau gut, damit es kein Offside gibt. Wenig Optionen vor dem Tor, deshalb wird das Spiel ein bisschen verschleppt. Man will nicht unbedingt die hohen Bälle vors Tor schlagen, sondern will sich durchspielen bei den Schweizern. Allerdings dauerte das jetzt wieder so lange, dass die jugoslawische Abwehr natürlich bestens organisiert ist unterdessen. Rechts hat ein bisschen mehr Platz, täuschend durchgelassen und dann noch ein Freistoß für die Schweizer in der letzten Minute vor der Pause. Der neue Mann, Savilic von Bordeaux, hat dieses Foulspiel begangen und den Schweizern diesen Freistoß gebracht. Die Distanz zum Tor, vielversprechend, 20, 21 Meter. Cesar setzt sich den Ball,
Schrappida rückt ihn noch ein bisschen mehr zurecht. Jakin deutet auch noch an, pass auf, da hat es noch einen Maulwurfshügel oder so etwas. So, Schrappida um die Mauer herum oder Jakin Bolzen gerade. Celestini setzt sich links an die Mauer, die noch zurück geordert wird vom Schiedsrichter. Schapwisa missglückt dieser Freistoß und so bleibt es wohl beim torlosen 0:0 zur Halbzeit. Die meisten der 30 Schweizer Journalisten haben ein bisschen die Nase gerümpft, als sie die Zusammensetzung des Sturms erfahren haben mit Patrick Müller, dem Servette-Mittelfeldspieler, als linken Flügel, dann Fabio Celestini, Lausanne-Mittelfeldspieler als rechten Flügel und Stefan Schapwisa als Mittelstürmer. Aber man muss sagen, schlechter als die anderen Sturmformationen haben diese drei wahrlich nicht gespielt. Es haben sich einige Chancen erarbeitet. Also man muss Schilberg-Retz doch zugestehen, dass das auch eine gültige Variante eines Schweizer Angriffsspiels ist. Es kommt ja dann immer noch darauf an, was auf dem Spiel läuft. Und darauf kommt es mehr an als auf die Etikette Flügelstürmer, Stürmer, Mittelfeldspieler, die man einzelnen Spielern anklebt, bevor die Partie überhaupt begonnen hat. So, Hilfiger spediert den Ball direkt Richtung Ausgang und die erste Halbzeit ist beendet. Die Zuschauer sind unzufrieden. Die Schweizer hatten dem WM-Achtelfinalisten Jugoslawen auf dessen Terrain Paroli geboten, haben Ansätze gezeigt. Leider ist es bisher erst bei Ansätzen und zwei guten Torchancen, die aber beide versiebt wurden, geblieben. Aber ich würde sagen, verhaltener Optimismus ist nach diesen ersten 45 Minuten am Platz im Hinblick auf die zweite Halbzeit und im Hinblick auf die EM-Ausscheidungsspiele dann in Italien und gegen Dänemark. Weitere Einschätzungen der Situation jetzt aus dem Studio, in das ich sofort zurückgebe. Nicht mehr sehe anstelle von Fabio Celestini. Grazie hier mit dem ersten Ballkontakt. Dann Raphael Vicky. Jakin attackiert von Milošević mit der Nummer 17. Auch er neu gekommen, genau gleich wie die Nummern 15 und 16 bei den Jugoslawen. 15 ist Albert Nat. 17 Milošević, den ich Ihnen schon vorstellen konnte. Und 16 ist Predrag Djordjević. Lauter Legionäre. Milošević von Real Zaragoza, die anderen vielleicht noch nicht so bekannt international. Aber ebenfalls bereits mit gut dotierten Auslandverträgen eingewechselt. Predrag Djordjević zum Beispiel in Griechenland bei Olympiakos Piräus. Milošević hier, dann sehe ich mit der Nummer 19 einen weiteren 9. Das ist ja fast eine komplett neue jugoslawische Mannschaft, die sich hier zeigt in der zweiten Halbzeit. Das kümmert Vicky wenig. Vicky, Cesar. Ein Ball für Grassi, diesmal kommen die Bälle hoch, denn mit Grassi steht jetzt ein kopfballstarker Mann im Sturmzentrum der Schweiz. Also, ich muss noch meine Buchhaltung, es ist Christian Djordjević, nicht verwandt mit Predrag, aber er heißt gleich und ist jetzt gleichzeitig eingewechselt worden. Während man hier Goran Dorovic nicht nur zeigt, sondern auch mit einem Einblender beehrt, wieso ist mir im Moment verborgen geblieben. Christian Djordjević spielt beim VfB Stuttgart. 1, 2, 3, 4, 5 neue gleich also bei den Jugoslawen. Ein neuer bei den Schweizern, das war gestoßen von Rothenbühler, deshalb Freistoß für Jugoslawen. Thank you.
So, der Platzlautsprecher gibt jetzt die Aufwechslung bei den Jugoslawen bekannt. Da wird er ganz schön lange sprechen. Gilles Maigret wird uns präsentiert hier für kurze Zeit. Er hat dem Schweizer Spiel bereits einen Stempel aufgedrückt. Es ist das typische Grätsch-Spiel. Das, sagen wir, von der 16. bis zur 45. Minute von den Schweizern praktiziert werden konnte. Ball halten. Wir spielen nicht offensiv, wir spielen nicht defensiv, wir spielen intelligent. Das ist so die Vorstellung von Gilles Maigret. Hilfiger musste in der Startviertelstunde einige Bälle halten, hat die Schweizer im Spiel gehalten. Das Resultat von 0:0 auswärts darf sich sehen lassen, wenn es denn so bleibt. Obwohl natürlich ein Spiel ohne Tor nicht immer sehr befriedigend ist. Die Kameraleute des jugoslawischen Fernsehens hoffen auf noch mehr Verstärkungen und wenden sich ab auf die Ersatzbank. 5 von 7 Erlaubten sind aber schon eingewechselt worden jetzt in der Pause. Dem Mannschaftsspiel ist das sicher nicht förderlich, aber das ist ja ohnehin nie die große Qualität im jugoslawischen Fußball. Da haben immer schon Individualisten den Unterschied gemacht. Oh, die Abwehr von Vogel direkt in die Füße eines Gegners. Wolf steht gut. Jakin mit einem Rundschlag, der zur Vorlage gedeiht. Guter Blick von Milošević noch einmal. Und dann ist der Ball drin. Torschütze Dejan Stanković. Der 20 Jahre jüngste jugoslawische Spieler schießt in der 51. Minute das 1:0. Das Tor müssen viele verschiedene Schweizer Spieler mittragen. Jakin mit seinem Rundschlag. Wolf, der sich hier hat austricksen lassen. Rosenbühler, der auch nicht eingreifen konnte. Und schließlich auch der Mann mit der Nummer 4, Ancho, der nicht beim Gegner stand, sondern im Schilf, zwischendrin im Niemandsland. Und hier keine Abwehrchance mehr hatte. Ja, schon sind wir so weit, wie wir schon oft waren mit der Schweizer Nationalmannschaft. Nicht schlecht gespielt, die eigenen Chancen nicht verwertet und dann in Rückstand geraten. Die andere Richtung geht zum gegnerischen Gehäuse. Schapita wurde hier zurückgehalten. Der Schiedsrichter hat es nicht gesehen oder toleriert. Djordjevic war es. Für die Zuschauer ist die Welt jetzt natürlich sofort wieder in Ordnung. Applaus bei jedem gelungenen Querpass. Ballspiel, Freistoß für die Schweiz. Der Torschütze bringt den Ball persönlich hin.
Jugoslawen steigern sich in einen Spielrausch. Da wäre Hilfiger geschlagen gewesen. An den Außenpfosten fliegt dieser Ball, wie Sie hier gleich noch einmal sehen können. Wagt mit einem Steilpass, weitergeleitet von Grassi auf Cesar. Wieder Grassi. Etwas steil, aber der Ball ist von Müller noch zu ereilen. Jawohl, und dann Grassi und ein Eckpass. Oh, der Torrichter, der Linienrichter geht Abstoß. Aber es entsteht kein Profit daraus. Schauser, um genau sein Zuspiel nicht zu machen für Vicky. Der Ball läuft nicht schlecht in den Reihen der Schweiz, aber jetzt, wo man 1-0 im Rückstand liegt, da ist man mit dem Ballhalten an sich, mit dem Hin- und Herschieben alleine natürlich nicht genügend bedient. Rothenbühler hat sich nach vorne geschlichen. Grassi ist offside zurückgepfiffen worden. Bereits sind wieder 12 Minuten gespielt in der zweiten Halbzeit. Jugoslawien führt die Nische gegen die Schweiz mit 1-0. Rothenbühler wird ein bisschen alleine gelassen, vergessen von den Jugoslawen. Schapwisa. Nicht nur versucht, sondern gelungen, Schapwisa. Oh, das war Grassi, der diese Chance verpasst hat. Und dann Cesar und so. Oh, zum 1:1 und das erste Länderspieltor von David Cesar ist Tatsache. Nach genau 58 Spielminuten das 1:1. Schapwisa hat Vorarbeit, dann verfehlt Grassi. Ein kluger Rückpass von Müller auf Cesar und der bezwingt Kralisch. Ich weiß nicht, haben Sie gestern im Sport aktuell das Interview gesehen mit David Cesar? Er sagte, ich möchte doch gerne endlich auch einmal in der Nationalmannschaft ein Tor schießen. Da war es, da ist es, es ist vollbracht. Im 12. Länderspiel hat es geklappt. David Cesar gleicht aus zum 1:1. Der Goalie lässt sich pflegen unterdessen bei den Jugoslawen. Das ist wohl auch mehr eine psychische Wunde, die er da
pflegen lassen muss, mehr denn eine physische, denn der Treffer schien aus Sicht der Jugoslawen sicher haltbar. Also ein guter Spätsommer von Cesar in seinem ersten Spiel für den neuen Verein, den italienischen Zweitdivision Lecce. Im italienischen Cup hat er nach 7 Sekunden oder nach 8 Sekunden gleich ein Tor erzielt. Und jetzt schießt er sein erstes Nationalmannschaftstor. Wir mögen es ihm gönnen. Er, der ja eigentlich Stürmer ist und heute im Mittelfeld agierte, weil Sforza immer noch nicht gesundheitlich auf dem Damm ist und nicht spielen konnte. Applaus, weil sich ein Publikumsliebling ganz offensichtlich warm läuft vor der Haupttribüne, nämlich Ilija Ivic, der wohl als sechster Wechselspieler für die Jugoslawen zum Einsatz kommen wird. Predrag Mijatovic, der große Star von Real Madrid, wurde nicht so sehr gesehen im heutigen Spiel. Er, der das Champions League-Tor zum Sieg im Final von Real Madrid geschossen hat, blieb heute eher blass. Auch bei den Schweizern wird gleich zu einem Wechsel kommen. Und zwar sehe ich Raphael Vicky den Platz verlassen nach einer guten Leistung. Und für ihn kommt die Nummer 13, den muss ich erst ins Gesicht sehen. Bevor ich sehe, wäre es, ich glaube fast, es ist Bernhard von hinten gesehen. Ja, von Bernhard. Und Grenz zeigt weiteren Schweizern an. Macht euch warm, auch Ramon Vega im speziellen Wert von Kress zum Einlaufen geschickt. Da ist Haas sein erstes Mal am Ball. Was bedingt das für Wechsel? Haas ist ja ein rechter Außenverteidiger, wenn man so will. Vicky Spieße im zentralen Mittelfeld. Haas hält sich eher im Mittelfeld, eher in den vorderen Positionen auf, wenigstens jetzt in diesen ersten Spielphasen seit seinem Eingreifen. Rothenbühler mit einem Ball in Richtung Grassi und dann ein missglückter Abschluss von Müller. Also, 1:1, da ist uns doch bedeutend wohler. Cesar krönt eine gute persönliche Leistung, sogar noch mit einem Tor. Lange Lauf der Stefan Anschau im Zweikampf mit dem Neueinwechsel Ivic, der bei Olympiakos Piraeus spielt. Auf der jugoslawischen Betreuerbank wird gezeigt, ja, das kann ich mir denken, dass das ein schönes Durcheinander gibt, wenn man lauter neue Spieler bringt. Schapisa wurde gestoßen, Freistoß für die Schweiz. Ja, umklammert, deutet der bulgarische Schiedsrichter Ormandjev an. Rothenbühler beim Freistoß.
Wieser. Allein gegen zwei. Bringt den Ball trotzdem noch hinein. Abpraller direkt auf Cesar. Cesar! Sehr schön gemacht. Auch die Schweizer verfügen über gute Techniker. Der Abschluss dann ein bisschen gar einfach. Und kein Problem für Torhüter Kralsch. Haas dazwischen. Ein Jugoslawe hat sich niedergelegt. Unterdessen möchte er auch noch ausgewechselt werden. Hat seinen Krampf. Das wäre dann natürlich der Gipfel der Paradoxie, wenn die Jugoslawen zu 10 zu Ende spielen müssten, weil sie ihre 7 erlaubten Auswechslungen schon vorgenommen haben. Ich glaube aber, sie haben erst 6 neue Spieler eingewechselt. Also einen haben sie noch. Das war eine weitere gute Aktion von Cesar, die die jugoslawischen Fernsehleute zu einer Wiederholung gezwungen haben. In 5 Minuten wirst du eingewechselt, deutet Gilbert Gress Ramon Vega an. Es wäre dann 20 Minuten vor Schluss. 25 Minuten sind im Moment noch zu spielen. Immer wird der jugoslawische Torschütze Dejan Stankovic gepflegt. Die Jugoslawen im Moment also nur zu 10. Ja! Aufgepasst, eine 2 gegen 1 Situation. Wenig hat er draus gemacht. Ivic, der mit so viel Vorschussapplaus hier auf dem Rasen von Nisch willkommen geheißen wurde. Jetzt müssen aber die Schweizer aufpassen. Die Jugoslawen scheinen wieder einmal eine gute Phase zu haben, spielfreudiger zu werden. Laufen sich auch wieder etwas fleißiger frei. Djordjevic. Und Stankovic. Kehrt aufs Spielfeld zurück. Oh, fast ein Fehlpass von Djordjevic. Aber irgendwie scheinen die Jugoslawen wieder einen Gang zugelegt worden. Fast ein Handspiel, aber nur fast von Jakin. Jeweils recht vorne bleibt, wenn er einen Rush nach vorne gemacht hat, als eigentlich hinterster Schweizer Mann. Und sofort Vorchecken betreibt, wenn der Ball verloren geht. Druck ausübt. Bisher ist das immer gut gegangen. Savilic und Grassi. Thank you.
weit vorne, insistiert und begeht ein Foulspiel. Minuten noch zu spielen, also jetzt müsste dann, wenn Gretz seine Versprechen wahr macht, Vega noch kommen. Freistoß, Rot Bühler. Isayakin und zurück, die Offside-Falle wird gestellt, der Ball kommt weit und gut postiert, das muss der sein, Goran Djordjevic von Celta Vigo, der Mann, der in Pristina auf die Welt kam, 120 Kilometer von hier, ja, und unrühmlich in die Schlagzeilen der Weltpresse gelangt. Freistoß für die Schweiz. Und jetzt ruft Gress Ramon Vega, gleich wird eingewechselt. Erst aber noch der Freistoß. Schapuisa. Viel Bewegung im Strafraum. Da fehlte nicht viel. Alle streiften den Ball, spürten den Zugwind, der Fahrt des Balles, aber so richtig berührt hat ihn dann eigentlich doch keiner. Vega kommt für Wolf in diesem Moment. Damit das erwartete ursprüngliche Stammscharnier Ancho Vega wieder vereint im Abwehrzentrum der Schweiz. Wolf hat gezeigt, dass er eine valable Alternative ist. Oh, schnell gespielt, aufgepasst. Rosenbühler lässt sich nicht erwischen, aber muss einen Eckball zugestehen. Jugovic beim Corner. Jugovic hat man in der zweiten Hälfte nicht mehr so gut und brillant gesehen wie noch vor dem Seitenwechsel. Oh, Rückwärtsmarsch Doran Mirkovic. So, Vogel, ja, naja. Also bis aufs Tor ist er gekommen, das müssen wir zugeben. Die Distanz war beträchtlich.
spielen 1:1 zwischen Jugoslawien und der Schweiz in diesem Länderspiel hier in Nisch vor gut 10.000 Zuschauern. Vogel insistiert und befreit mit einem guten Pass in Richtung Schapitzer. Der wird allerdings ganz schön in die Mange genommen. Aber es gibt einen Einwurf für die Schweiz. Rausgeführt von Rothenbühler. Wir sehen noch einmal den Trick von Chapuisa. Bernd Haas nimmt eine Position als Rechtsaußen ein, aber nicht als rechter Außenverteidiger, sondern recht eigentlich als Mittelfeldspieler auf der rechten Seite. Bizarre, Rothenbühler eilt ihm zu Hilfe hier. Mit Glück kam der Ball zunächst zu Schaffbizarre zurück, aber nur zunächst. Anchot. Ja, gut gemacht. Jakin jetzt vorwärts. Jakin verfügt über einen scharfen Schuss. Das wissen aber offensichtlich auch die Jugoslawen. Und jetzt geht der Schnellzug in die andere Richtung. Stankovic 1:0, 58. Minute Cesar 1:1. Das die beiden Tore in diesem Spiel, in welchem jetzt die 77. Minute angebrochen ist. Beim Freistoß Albert Natt, der 24-Jährige. Bedient. Schnell ausgeführter Freistoß, aufgepasst. Ja, Eckball. Gilbert Gress leidet, wenn seine Mannschaft nicht im Ball ist. Grassi hilft hinten aus. Hilfiger, ausgekugelt. Gekegelt, aber der Ball ist noch nicht drin, zum guten Glück nur Eckball. Ich höre, Sie haben wieder eine Bildstörung, deshalb hier wieder die Radioreportage aus Nisch. Der Eckball hat nicht über der Mittellinie durch Stankovic. Stankovic spielt auf die rechte Seite, aber der Ball hat die Außenlinie bereits überrollt und kommt bei Ihnen wieder ins Bild. Es ist nichts passiert. Es steht weiterhin 1:1. Unentschieden zu spielen sind noch gut 10 Minuten. Mirkovic erläuft sich diesen Ball tatsächlich noch. Ja, es hat doch nicht viel gebracht. Viel Aufwand, kein Ertrag.
Müller mit dem Ball, aber er kommt nicht. Djurovic ruft, er vergibt. Seine Einwechslung hat sich gelohnt. Trotz seiner lädierten Füße, seiner Bänder, hat er sich hier reingekniet. Ramon Vega, so ist er. Also lassen sie hier auch nicht den Mumm und den Schneid abkaufen. Sie bieten dem Gegner wirklich in jeder Hinsicht Paroli. Das 1:1 entspricht durchaus den gezeigten Leistungen und das ist doch einigermaßen erstaunlich für die Nummer 71 der Weltrangliste beim WM-Achtelfinalisten, der ja keinen Neuaufbau betreibt, sondern mit all seinen Stars hier angetreten ist vor eigenem Publikum, das etwas sehen wollte. Natürlich zählt es hier nicht, aber die Ausgangslage für die Jugoslawen und die Schweizer eigentlich gleich. Oh, jetzt gibt es die rote Karte gegen Grassi, der sich hier gewehrt hat nach diversen Zweikämpfen. Marco Grassi muss vom Platz. Hatte schon ein Techtelmechtel vorhin eben und wollte sich hier offensichtlich revanchieren. Nicht die erste rote Karte gegen Marco Grassi. Ja, damit wird die Sache noch einmal ein bisschen kritischer. Das Defensivkonzept der Schweizer dürfte ja aber etwa gleich bleiben, obwohl die Abwehr zuvor das beginnt. 7 Minuten sind noch zu spielen. Der sich mit Grassi balgte, Stankovic. Hilfiger hat ein gutes Länderspiel gezeigt. Die Sache wird für Kress nicht einfach werden, sich für einen Torhüter zu entscheiden. Immer der, der spielt, der ist eigentlich der, von dem man sagen kann, das ist er eigentlich. Das gilt auch heute für Hilfiger. Visa Cesar, Handspiel, absichtliches. Auch das müsste Geld geben gegen Albert Natz. Und der kassiert die gelbe Karte. Jugoslawien ist Weltmeister geworden im Basketball, aber trotzdem. Das hier ist Fußball. Rosenbühler und wo Grassi stand, steht jetzt Vega, aber der Ball kommt flach gespielt auf Schapisa. Gar nicht schlecht, Müller. Haas, oh, der wird ein bisschen im Lauf erwischt, erwischt sich fast noch selbst und löst das Ganze mit seinem Mannschaftskollegen Johann Vogel doch noch. Und dann doch nicht. Nur keine Nachlässigkeiten jetzt.
aber den Jugoslawen, auch ihrem Jungstar Stankovic, gelingt nicht mehr alles. Gute Spielverlagerung auf Schapüsa. Die Schweizer spielen tatsächlich weiterhin ziemlich intelligent, so wie es Schielberg Rest gefordert hat. Läuft die 87. Minute, also 3,5 Minuten noch plus die Nachspielzeit. Und wenn man mit einem Mann weniger auf dem Platz steht und es steht unentschieden, dann ist sicher das Ziel, dieses Unentschieden bis zum Schlusspfiff zu wahren. Das müsste den Schweizern eigentlich gelingen. Zurückgezupft am Leibchen wurde hier Rothenbühler. Und gesehen, Gilbert Grest, der doch immer relativ schnell unzufrieden ist, macht nicht gerade einen zufriedenen Eindruck, aber trotzdem, man merkt ihm an, es ist einiges aufgegangen heute. Dritte Unentschieden im vierten Spiel, das dritte 1:1. Gegen England, gegen Jugoslawien zweimal 1:1 und die Niederlage in Nordirland beim schwächsten Spiel mit 1:0 steht dem entgegen. Wenn hier der Schlusspfiff ertönt und kein weiteres Tor passiert, denn noch ist die Partie nicht ganz zu Ende. Ivic mit seinem großen Tor. Da bietet sich immer sehr gut an bei den Gegenangriffen, ist anspielbar, läuft klug. Haas mutet sich einiges zu, wird zurückgehalten und holt endlich einen Freistoß heraus. Könnte sogar gelb gegen für seinen jugoslawischen Gegenspieler, der es etwas allzu offensichtlich auf Haas und nicht auf den Ball abgesehen hatte. Hier bleibt bei der Ermahnung, er hat schon genug Gelbe und sogar die Rote gegen Grassi gezogen, Schiedsrichter Ormandjew aus Bulgarien. Aus dem nahen Bulgarien muss man sagen, denn 50 Kilometer von Nisch entfernt verläuft die Grenze. Jetzt Cesar! Oh, ein missglückter Schuss wäre fast noch zu einer guten Vorlage für Vega geworden, der sich erstaunlich weit vorne aufhält. Jugoslawen stellen die Abseitsfalle und die schnappen zu. Letzte Spielminute der regulären Spielzeit, 1:1 steht. Die Schweizer haben noch einen relativ beschwerlichen Rückweg vor sich mit dem Flugzeug von Nisch nach Belgrad. Dort die Übernachtung, man wird nach Mitternacht ankommen in Belgrad. Morgen dann der Rückflug in die Schweiz. Es wird ja noch ein bisschen weiter trainiert. Eigentlich wollte man ja dieses Spiel auf Hilfe kommen, jawohl. Eigentlich wollte man ja dieses Spiel erst am Ende der Trainingszeit am Freitag haben, aber es ist jetzt doch schon am Mittwoch aufgetragen worden. Und auf so einem doch relativ beschwerlichen Rückflug, da wäre es schön, wenn man mit einem 1:1 im Gepäck reisen könnte und nicht noch mit einer ärgerlichen Niederlage in der Schlussminute. Das würde dann die ganzen Strapazen noch schlimmer machen. Hier fast Milosevic am Ball, hat angedeutet, was ich meinte. Wir stehen jetzt in der Nachspielzeit. Auch Haas hat einen sehr befriedigenden Teileinsatz gezeigt. Cesar! Ja, oh, 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 jetzt nimmt der Linienrichter die Fahne hoch. Das war kein Abstand. Darf ich für einmal so kategorisch sagen, weil ich genau auf der Höhe des Linienrichters stand, also die genau gleiche Blickrichtung hatte, die genau gleichen Winkel. Nach dem Motto, wenn ein Schweizer alleine durchkommt, kann das ja nicht sein, also war es abseits.
92. Minute läuft. Ich nehme an, es ist die letzte. Die letzte oder die vorletzte. Die Schweizer kämpfen. Sie wollen dieses Unentschieden unbedingt behalten. Mindestens. Chapuisat. Ja, jetzt kommt doch noch Mirkovic an den Ball. Man kann sagen, dass man die Handschrift von Gilbert Gress noch nie so gut gesehen hat. In einem Spiel der Schweizer Nationalmannschaft wie heute. Es war dieses Xamax-Spiel, dieses Ballhaltespiel, dieses Mitspielen, intelligenten Mitspielen, dieses mit am Ball sein, das Spiel mitbestimmen. Sie hören die Reaktion des Publikums, es ist unzufrieden. Die Pfiffe gegen die jugoslawische Mannschaft können wir gleichzeitig als Kompliment für die Schweizer Mannschaft auffassen.